So, noch einmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play. War von mir jetzt Fluch und wir betreten jetzt Nicoles Wohnung. Ich finde es ja eigentlich ganz normal, dass eine Wohnungstür von einem Gebäude abgeschlossen ist. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Musst du das jetzt so beschreiben? Hallo. Vorsichtig. Bonjour, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie. Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Tja. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. What ein Schneemann, fuck. Ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ja, vom ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Das stimmt wohl. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. So, so. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Oh, die Arme. Die hat aber ganz schön viel mitgemacht, wa? So, was zeigen wir uns denn? Was ist das denn? Das Taschentuch. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ja. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Das ist ein Beweis. Ich wollte eigentlich nur wissen, was es ist. Ja, das können wir uns sparen, aber ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht erb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Das. Ah.
Das ist schon mal gut. Und jetzt noch die Jackenfetzen hier. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Die sollten noch offener miteinander sprechen, sonst wird das nicht semiweise, die sie gefunden haben. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Ich wollte es gerade sagen, das war eher ein Halbmond als ein Hufeisen. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Ja. Mann, Junge, die will nichts von dir. Zumindest jetzt noch nicht. Wahrscheinlich kommen die irgendwie im vierten Teil oder sowas zusammen. Hab übrigens jetzt alle 5 Teile von Baphomets Fluch gekauft. Das jetzt nur mal am Rande so. Das hätte ich ja schon vor ein paar Folgen erzählen können. Die habe ich jetzt... Jetzt habe ich noch so alles gekauft. Weiß ich nicht. Auch noch ein schönes Spielchen der Pendulia? Nee. Scheiße, ich muss mal nachgucken, wie die heißen. Auf jeden Fall den Machern von Runaway. Der Trilogie. Da habe ich mir auch ein neues Spielchen noch gekauft von denen. Was noch? Da war doch noch eins. Sag mal, Waffen mit Fluch. Ach ja, das kommt auch. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. See you later, Alligator. Toodaloo, Kangaroo. Hell, ihr Schnabeltier. Na, hier ist die Polizei, was ist denn das? Ah, der Kostümverleih. Ja. Was haben wir denn hier so? Da geht's raus. Oh, das ist ja mal ein cooles Kostüm hier. Ein Skelett mit einer Sense und... Was ist das denn für ein Vogel? Soll das ein Geier sein? Auf jeden Fall auf dem Einhorn. Mit komischen Augen und einer komischen Frisur. Mähne. Aber mit pinkem Horn und pinker Schnauze. Ich habe ja gar keine Facecam. Ich habe gerade den Daumen so hochgehalten. So, gucken wir uns erstmal das Mikro, wollte ich gerade sagen. Ein alter Plattenspieler. Die Sorte, die man von Hand aufziehen muss. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber nicht Plattenspieler. Egal. Nein, nicht aufziehen, aber kommt wieder Musik. Ah, geile Musik, aber... Boah, die Musik in dem Spiel ist ja mal mega fett. Aber die will ich nicht heute zeigen. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Sonst wird's auch gesperrt. Bitte, kommen Sie herein. Bin ich willkommen. Schon. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen 4 Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Doch. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, also, Clown. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Sagen wir, führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Sie darf nicht zeigen. Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Genau. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Es geht um Mord. Unmöglich, das sind zu viele. Leck mich, gibt's hier nicht. Gib mir die Liste. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Lügner! Zeigen wir mir das Bild hier. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Ah. Sehr gut. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht. Nachdem sie getragen wurde. Danke. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Das ist immer seine Schminke. Lassen Sie mich mal dran riechen. Alter, der Typ... Fuck. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Was? Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui.
der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat zwei Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Seamus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Khan an. Genghis Khan. Ich glaube, das war's dann jetzt. Ja, das interessiert ja nicht, okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Nein. Ja, okay. Arschloch. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Nein. Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Der Typ ist irgendwie merkwürdig. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Alter. No. Aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Ha, ha, ha. Tschüss. Der Typ ist merkwürdig. Den hast nicht du gefunden, den hat Nicole gefunden, oder Nico. Okay. Als nächstes wird wohl Seamus der Kobold zuschlagen. Das ist falsch, es war nämlich Bozu der Clown und Seamus der Kobold. Ey, schreib das wenigstens richtig aus, sonst hau ich dir eine. Ja, okay. Die Musik lässt mich jedes Mal denken, dass jetzt gleich irgendwie was passieren wird. Aber ich glaube, wir können jetzt hier gehen. Ja, da können wir auch nicht mehr hin. Vorschlagen, gehen wir mal zurück zur Rougerie. Wieder Nikos Apartment. Hallo. Oh, hallo. Ich war bei dem Kostümverleih. Ach, mal eben umsetzen. Der Typ im Neuheitenladen hat mir das gegeben. Was ist das? Ein Wasser. Du legst es in deine Hand und verpasst damit anderen Elektroschocks. Kann ich es haben? Warum? Es ist ein Gag, ein ganz nützlicher Spaß. Wenn du das je an mir ausprobieren solltest, breche ich dir den Arm. Okay, okay, ich habe verstanden. Ja, ja, mache ich nicht. Sag mal, warum können wir nicht reden? Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Das ist schön für dich. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Richtig. Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Ja, halt's Maul, Junge. Müssen wir vielleicht doch nochmal dahin? Oder sollen wir, weiß ich nicht. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Warte mal, wir haben ja noch eine andere Nummer, ne? Der konnte doch noch irgendwie jemand anders anrufen, oder nicht? Was war das denn? War doch eine, genau, der Typ war noch zur Auswahl. Klingeling. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Für mich selbst. Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Jawohl. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Ich arbeite für Wahrheit. Ach, sagt schon, Sie wären von der Polizei. Dann ist ja gut. Sehr gut, erstmal Polizeibashing. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Verte gelegt hat? Nichts. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten.
Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Der Typ mit der Mondsichelnarbe. Der Mann, den ich suche, heißt Khan. Er hat sich hier einen Anzug gekauft. Erinnern Sie sich? Mr. Khan. Ja, ich entsinne mich an ihn. Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ah. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Lässt sich auch nicht. Es war die Treppe hoch. Das zweite Zimmer auf der rechten Flurseite. Danke, Todrick. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. Alles klar, ans Hotel. Geh mir in der nächsten Pause. Ich drücke jetzt mal auf Spiel speichern. Das können wir mal überschreiben hier. Ja. Wer sind wir denn? Speichern. Oh, ein Viertel haben wir schon mal durch. Geil. 25% ist fertig. Wir spielen 3 Stunden und 8 Minuten. Ich habe genau vor 2... Mal spiel schon noch 1 Stunde länger, als ich das letzte Mal gespeichert habe. Egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal hier das Spiel beenden. Ich hoffe, meine Festplatte hat sich nicht zwischendurch wieder verabschiedet, aber das hätte ich eigentlich gehört, hoffentlich. Die macht irgendwie ein paar Faxen. Ich hoffe, mein Mikro hat meine Stimme vernünftig aufgenommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, eine Menge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!